Maßstab. Der Formel-1-Fan auch auf dem Rasen in der Überholspur. 100 Meter unter 11 Sekunden. Das setzte er auch in Köln in Tore um. Technisch versiert, kopfballstark und engagiert, aber zurückhaltend in der Zielsetzung. Nicht abzusteigen mit der Mannschaft und besser als letzte Saison zu spielen. Bislang hat er sein Soll erfüllt. Am ersten Spieltag bekam es der KSC zu spüren. Zwei Treffer des Häuptlingssohnes beim 2:2. Dazu eins beim unentschiedenen Bremen. Tore gleich Punkte, seine Erfolgsformel. Rostocks Fans wissen es zu schätzen. Und jedes Mal der Dank des gläubigen Christen an die höhere Instanz. Sportlich stimmt's, im Umfeld auch. Und seitdem Ehefrau Ephemena und das vierjährige Energiebündel im Juli von Mannheim nach Rostock zogen, endgültig auch privat. Nur wie lange er die Idylle hier noch genießen wird, ist ungewiss. Tore steigern den Marktwert. Es soll Angebote aus dem Ausland geben. Und Johnny hat noch eine weitere Leidenschaft. Montag ist Fernsehabend. Englische Premier League, und dort würde er auch mal gerne Tore schießen. Rostock in die blauen Leiberln und Schiedsrichter Janssen.